Jetzt geht's für uns ins bayerische Würzburg, wo wir Waltraud und Michel besuchen werden. Würzburg liegt am Main und ist für seine Gebäude im Barock- und Rokoko-Stil bekannt. Michel hat uns vom Bahnhof abgeholt und hat uns in die wunderschöne Wohnung von ihnen gebracht, wo wir direkt auf den Main und auf die alte Mainbrücke gucken. Ein traumhaftes Zimmer in dieser traumhaften Wohnung. Und werden hier bestimmt vier schöne Tage ein. So, jetzt gehen wir los, Würzburg erkunden. Hier wohnen wir übrigens. Wie heißt die Straße? Unser Ziel sind heute die Weinberge am Stein. Dafür müssen wir eine ganze Weile hochkraxeln. Da drüben ist die Marienkirche. Und das goldene Stück da ist 6 Meter hoch. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Da oben müssen wir rauf. Ja, das ist die Würzburger Steinlage. Das ist die bekannteste Würzburger Weinlage. Nee, wir gehen unsere Treppe hoch und dann gehen wir zurück. Da links, der alte Hafen. Schöner Blick hier. Die Männer. Hier ist ein Qualitätsweihnachtsbaum. Hier sitzt der Gründer von den 1-Euro-Shops. Aber jetzt sind 1,10 Euro, daher könnte er sich schon mehrere Villen hier bauen. Wir haben es geschafft. Oben angekommen am Weingut am Stein, wo ein Sternekoch die Gäste verwöhnt. Wir gehen jetzt aber noch ein Stück weiter aufwärts an den Weinbergen entlang. Ja, von hier ein sehr schöner Blick über Würzburg. Der Festung da drüben, da gehen wir morgen hin. Hier ist das Hotel am Stein, wo die Prominenz, also eigentlich wir auch, aber diesmal nicht, absteigen. Dann auf der anderen Seite. Sehr, sehr hübsch hier drin. Das ist noch gar nicht so alt, das Hotel, aber alles auf alt. Wegzehrung auch gedacht worden. Ja. Diesen Eiern da unten, das sind Betoneier, da wird hier Wein gelagert. Und das ist eine Ausnahme, kommt aus Bulgarien und das ist ganz was Besonderes. Nochmal die Weinfässer aus der Nähe. Hier das Restaurant nochmal, das Weingut am Stein. Wobei das Ulke ist, der hat hier nicht eine Weinrebe. Aber verkauft ihn. Ach guck mal, da sind ja Ziegen. Der Kilian. Hier sind wir jetzt an der Gedenkstätte. Sie sieht wirklich schön aus. Fulda, Kassel. Das ist alles hier hinter Franken. Da ist der Hauptbahnhof, wo wir heute angekommen sind. Sehr schön angelegt. Frühjahrsspital, wo wir von den Weinstock gesehen haben. Und das hier ist die Weinstube und da hinten dran ist wirklich ein Krankenhaus. Das Julius-Spital. Wir laufen jetzt durchs Zentrum von Würzburg. Ich wollte gerade sagen Fußgängerstraße, aber hier fährt ein Auto, aber ich glaube, es ist trotzdem eine Fußgängerstraße. Bin aber nicht sicher. Die Augustinerkirche war ein Markt. Okay, findet sich die Touristeninfo drin. Tolle Gebäude. Die Marienkirche war auch ziemlich zerstört, wurde aber alles naturgetreu wieder aufgebaut. Hier sehen wir den Beweis für die unbefleckte Empfängnis. Und guckt mal genau hin, da auf dem Schlauch, den Gott im Mund hat, ist ein kleines Kind. Und das kleine Kind rutscht Maria ins Ohr. Hier sehen wir nochmal die Marienkirche in voller Pracht. Würzburg ist eine Kirchenstadt. Bis zu 60 Kirchen und Kapellen kann man hier besuchen. Wir haben eine irre Kneipendichte. Hier ist das Lokal der Stachel. Dahinter Stachel. Das ist der Morgenstern, der Stachel genannt wurde. Und hier war Wallensteins Quartier. Hier ist der Dom. Und die Domstraße natürlich. Wie heißt der? Vier Röhrenbrunnen. Der wieder eröffnet wurde nach dem Umbau, hat man aus diesen Fischmäulern Wein rauslaufen lassen. Und hier kommen wir auf die alte Mainbrücke. Hier nochmal das Rathaus von vorne, was früher mal ein Wohnhaus
Block war. Im März 1945 lebte die Bevölkerung Würzburg noch weitgehend in der Illusion, von einem Großangriff verschont zu bleiben. Am 16. März 1945 starteten ca. 500 Bomber vom Stützpunkt westlich von London zu einem Flug auf die Angriffsziele Würzburg und Nürnberg. Der Bombenhagel traf Würzburg in drei Wellen in der Zeit von 21.25 Uhr bis 21.42 Uhr. Am Folgetag wurden ca. 3000 Tote gefunden. Jedes Jahr am 16. März beginnt um 21.20 Uhr das Mahngeläut aller Würzburger Kirchenglocken zum Gedenken an den Angriff 1945. Jetzt gehen wir auf die alte Mainbrücke, wo sich ganz Würzburg abends auf den Wein shoppen trifft. Bei schönem Wetter jedenfalls. Mal sehen, wer sich heute trifft. Die einzige Frau auf der Brücke ist die Franconia. Eigentlich sollte Maria da stehen, aber weil auf der anderen Seite Josef steht. Aber das ging ja nicht, weil die Statuen nachts von ihrer Brücke kommen. Einmal die von der rechten Seite, einmal von der linken Seite. Und so wären Maria und Josef nie zusammengekommen. Und darum haben sie die Franconia da eingestellt. Auf der alten Mainbrücke hier. Hier ist die Schleuse. Und da drüben ist schon die tolle Wohnung von Waltraud und Michel. Um die Feste, wo wir morgen hingehen. Jetzt geht's wieder los. Wir wandern heute zur Residenz. Nein. Heute zur Festung. Zur Feste, ja. Heute wandern wir zur Feste. Das ist die Deutschhauskirche. Kaiser Barossa war verheiratet. Jetzt gehen wir durch das ehemalige internationale Gartenschaugelände. Und da hoch zur Feste. Herr Kneipp ist auch da. Da ist die alte Stadtmauer. Wenn es wärmer ist, haben Sie da auch wieder Fische drin. Bismarckrock, was für ein albernes Zeug. Ja, jetzt sind wir an der Feste angekommen. Wurde alles eigenhändig hier gebaut. Und zwar von den Bauern, damit die Fürsten sich hier versteckt wurden. Das ist eine wirkliche Festung. Das berühmte Käppele, das besuchen wir dann morgen. Das ist da, wo die Wunder geschehen. Und da, wo der Schnee auf dem Dach liegt. Die Bösewichte reingeschmissen. Das war hier der Kerker, auch genannt das Angstloch. Allzu viele kamen hier nicht wieder lebend raus. Hier wurden dann die Innereien der Fürsten begraben. Schönen Blick hat man von hier. Da links die Marienkirche, geradezu die Residenz, der Dom, sehen wir auch von hier. Das ist jetzt hier die älteste Kirche Würzburgs. Das war die St. Burkhard-Kirche, gerade eingerüstet. Baustelle wie überall. Das Frauengefängnis, das einzige Gebäude, was im Krieg stehen geblieben ist und versehrt. Und hier nochmal die Kirche. Gehen wir über die Löwenbrücke und kommen dann wieder in die Stadt. Platz für den Schweden, der die ganze Gartenanlage hier rund um Würzburg erschaffen hat. Also den ganzen grünen Gürtel, Ringpark nennt sich das, um Würzburg herum. Die ganzen schlauen Würzburger ausgestellt. Fachhochschule Würzburg-Schweinsburg. Das ist die Fachhochschule von Würzburg und Schweinfurt. Jetzt stehen wir hier vor der Residenz. Mal schauen, ob wir reingehen. Gärtner heute unterwegs sind, ne? Wir sind schon die ganzen Tage unterwegs. Ein schöner Garten hier. Ein Residenzgarten. Ja, das ist aber eine Magnolie.
Mittwoch bis Sonntag, ja. Also hier stehen wir jetzt vor der Residenz. Wir standen da hinter der Residenz. Hier ist jetzt der Dom. Das ist der Dom. Da gehen wir auch gleich rein von Walter von der Vogelweide. Das ist ja der Dom von Würzburg. Die Kilian-Krypta. Das ist hier die Neumünsterkirche und nicht der Dom, die wir uns jetzt hier angesehen haben. Hier ist die Anbetungskapelle. Also das ist die Neumünsterkirche. Und jetzt gehen wir rüber in den Dom. Jetzt sind wir hier im Dom von Würzburg. Der Dom war bei dem Brand 1944 auch völlig zerstört. Und wurde dann wieder neu aufgebaut. Atrium. Sind wir jetzt wieder mit vor der Marienkirche, hinter der Marienkirche. Marienkapelle. Der Unterschied zwischen Kirche und Kapelle ist, dass die Kapelle keine Gemeinde hat. Das ist die Marienkapelle. Heute gehen wir zum Keppeler. Das ist die Kirche, wo die Wunder geschehen. Und da müssen wir wieder mal bergtreppen. Wir haben noch keine Stadt mit so vielen Treppen erlebt wie Würzburg. Jetzt müssen wir hier die Treppe, die unter Naturdenkmalschutz steht, rauf. Und die ist ja gar nicht so hoch. Lauf mal. Ich irre mich scheinbar. Die Stufen haben mich zu Anfang versteckt, also sind doch ein paar mehr. So, jetzt geht es die letzten Stufen hoch zum Keppeler, das ist der Kreuzweg. Das Keppeler ist auch eine Kapelle und keine Kirche. Heiß und schwer. Keine eigene Fahrt. Station 13, Station 14 und da oben sind wir dann angekommen. Dort. Und belohnt werden wir mit einer wunderschönen Aussicht. Da waren wir gestern und vorgestern da hinten und alles zu Fuß. Kann man sich eigentlich so gar nicht so vorstellen. Und hier sollen diese Wunder geschehen. Ja, und hier hat es halt keine Bombe abbekommen. Das ist also alles noch original und neu. Die ursprüngliche Kapelle. Die ganzen Danksagungen. Hier sieht man den Kreuzweg. Das ist Action, aber das ist eigentlich. Haben wir es geschafft. Dann sind wir um. Oberhalb des Kapelles. Unten gibt es auch einen Biergarten, einer von zwei, Nikolaushof. Ganz runter. Grüß Gott. Kann ich Ihnen helfen? Das ist sehr hübsch hier. Kleiner Teich. Da gegenüber das Keppele und der Blick auf Würzburg. Das Schöne am Raufgehen ist, dass es irgendwann auch wieder runter geht. Noch ein Biergarten und die Frau, die da sitzt, ist die Betreiberin von dem Biergarten in jungen Jahren. Finde ich niedlich. Und die ist auch immer noch hier drin. Sehr schöner Biergarten. Hier könnte man jetzt auch runterlaufen ins Tal, die Sebastiansteige, aber wir gehen ein bisschen weiter. Wir haben uns so wenig bewegt in den letzten Tagen. Sehr schöner Weg.
sind wir in der Hauger Kirche. Würzburg hat nämlich viele Kirchen. Die wir lecker gegessen haben, besichtigen wir noch die Augustinuskirche. So, und jetzt geht es hier durch die Fußgängerstraße, Zone, weiter zu einer Kneipentour. Da gibt es sogar noch eine Kirche, wo wir noch nicht drin waren, da gehen wir dann nächstes Mal rein. Oder hier im Till-Eulenspiegel ein. So, und da gehen wir jetzt gleich rein. Ist ja richtig urig hier drin. Ja. Und hier ist unsere Ecke, wo wir jetzt sitzen. Richtig urige Kneipe hier. Freundlich gucken. Die Sonne raus, trifft sich wieder alles hier auf der alten Mainbrücke. Abends zum Shoppen.